Willkommen zurück, Kinders, hier an der unteren Tunguska. Ich bin jetzt an einem Spot, wo ich schon ewig nicht mehr war. Und zwar läuft hier einfach alles ein auf die Stippe. Aber hauptsächlich geht es mir hier eigentlich um einen gewissen Fisch, beziehungsweise um einen speziellen Fisch, den man hier eigentlich normalerweise gut an eine Schnur bekommt. Der ist es nicht. Den habe ich zum Glück schon. Die kleine sibirische Marine. Nein, es ist tatsächlich ein Fisch, den man sonst mit einem Spinning bekommt. Und hier hat man die Chance, mit der Stippe dieses Tier auch zu erlegen. Meine Güte, das wird immer windiger hier. Nebenan stehen noch Ollig und Bollig, da sind Frösche drauf. Ich hatte hier noch zwei Kaulbarsche, die habe ich gerade mal schnell hier reingeschmissen, nachdem ich das letzte Mal festgestellt habe, dass oben am Camp der Buckellachs doch ab und an mal auf den Kaulbarsch geschlagen ist und dachte mir, oh, die zwei Tiere kannst du hier nochmal ins Wasser schmeißen. War aber nichts, war nur eine Quabbe von 2,7 Kilo und ein Seesaibling von 500 Gramm. Also nichts Wildes. Aber wenn ich sie schon mal stehen habe, ich könnte mir da natürlich auch Fischfetzen drauf knallen. Man hört sie schon wieder schreien, das ist wahrscheinlich Phantombisse vom Frosch, der unter Wasser noch einen kleinen Spaziergang macht. Wer weiß das schon. Bin ja mal gespannt, ob ich das Tier noch mal ins Band bekomme. Dreimal hatte ich ihn schon. Sie? Allerdings nicht so riesig. Na! Die ist es tatsächlich auch nicht. So, schauen wir mal rein. Na. Wie gesagt, Phantombisse. Es geht eigentlich um die arktische Esche, die man hier ziemlich gut bekommen hat. Aber ich stehe ja schon ein bisschen und konnte feststellen, dass sie ab und an immer noch in eine Schnur geht. Bin hier mit 19er Haken unterwegs. Die suche ich allerdings auch tatsächlich, die Pellet. Das ist auch gerade die geläufige Köderkombination auf der Pelletmarine. Mist, Wurm und Eintagsfliege. Das war so mit einer der Grundgedanken, diese zwei Tiere hier zu fischen. Die Baikal-Marine war jetzt reiner Zufall. Und in der Nacht oder zum frühen Morgen hin hatte ich noch einen Muxen. 900 Gramm, auch nichts Wildes. Was ich hier allerdings noch nie hatte, schon die zweite, ist Regenbogenstint tatsächlich. Was ist denn mit dem Frosch? Gib mir jetzt schon auf die Ketten, das Tier. Ab und an sibirische Hasel. Ist da gerade was gesprungen? Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Was ist denn nun?
Okay. Haben wir tatsächlich was gefunden, wo wir den Frosch loswerden? Oha. Tatsächlich mal ein Spot, wo der Frosch läuft. Auf dem Hecht. Der alte Hechtköder Frosch. Bin ja mal gespannt. Hier ein Clip drin? Eigentlich nicht. Muss ich mal kontrollieren. Eigentlich habe ich hier keinen Clip drin. Nee, ist aus. Na gut, ist aber auch arg windig und der Frosch hat nicht so wirklich Gewicht, aber da ist immer noch ein 60 Gramm Blei dran. Na gut, lassen wir sie mal sich austoben. Soll ja nicht zu unserem Nachteil sein. 1,30 Meter tief. Wir können auch noch ein bisschen deeper gehen, 1,50. Wir können auch ein bisschen flacher gehen. Aber auf 1,30 bis 1,50 fahren wir immer ganz gut. Die arktische Esche ist mir jetzt dreimal eingelaufen. Einmal mit Haken, zweimal halt nicht. Schade. Baikalmarine auch schon zwei. Das wundert mich ein bisschen. Kleine sibirische Marine, ja, die ist ja wie, das ist ja, weiß nicht, wie Wasserpest. Die ist ja überall. Den, wie gesagt, in den frühen Morgenstunden. Pelletmarine hier bekommen, Quabbe hier bekommen, Seeseitling, sibirische Hasel. Gut, das hier allerdings aufgrund, das auch. So, und die Hechte ja auch, wart ihr gerade bei. Aber wenn wir die beiden mal ausklammern und den Hecht, haben wir schon die Hasel. Pellet, Muxum, kleine sibirische, Baikal, arktische und alles mit der gleichen Köderkombination. Komm, hör auf, so schnell kann das doch gar nicht. Da ist tatsächlich schon wieder was dran. Auf dem Frosch. Kinder, ich komme hier nicht zum Stippen. Was soll denn das? Läuft aber gut, der Frosch. Nicht schlecht. Wieder ein Hecht. Gemini. Ja, im 11-Meter-Loch. Okay. Und hier hinten hätte ich ihn jetzt nicht wirklich erwartet, wenn ich ehrlich bin. Hier vorne beim Fischhändler. Ich krieg den ollen Frosch auch nicht raus. Bei dem Wind. Na gut, wo waren wir? Die Hechte sind ziemlich dominant unterwegs gerade. Auf jeden Fall haben wir viele Kategorien auf die gleiche Köderkombination. Das ist immer sehr schön, gerade wenn man Kaffeeaufträge abarbeiten möchte und diese verschiedenen Kategorien braucht und dann einen Spot hat, wo man halt, naja, viele verschiedene Fischis fischen kann, ohne irgendwie ständig den Spot wechseln zu müssen. Eieiei, da wird ja immer windiger. Das ist ja nicht so geil jetzt. Wind ist des Stippers Tod. Und alle schön von vorne, ne? Ja. Damit ich auch ja nicht rauskomme mit dem leichten Flott hier. Zieht sich zu, gibt gleich Regen. Könnte ich wetten. Schöne Walle am Buckelmarien. Schön.
Meine Güte, da können wir ja glatt mit Frosch auf Hecht fischen hier. Gesprungen, der Lümmel. Nochmal gesprungen. Ziemlich klein. Kriegen wir mal den Frosch nach draußen. Was ist denn das? Unglaublich. So, scheint sich wieder ein wenig aufzuhellen. Besser ist, sonst fangen wir nichts. Außer Hecht. Zu blöd. Nicht interessant. Ruhig. Ich fische hier mal ein bisschen ab und dann schauen wir mal, was so alles noch reinläuft, außer Hecht. Relativ viel Hecht auf dem Frosch, muss ich sagen, und auch relativ schnell. Na gut, schauen wir mal. Der ist mir fast schon entgegengesprungen. Da springt wieder der Lümmel. Ganz schön sprunghaft, diese Hechte hier. Kilo. Glaube sogar, dass man den hier als Trophy braucht. Wo ist das hässliche Tier? Nee. Brauchen wir nicht. Naja. Nicht schlimm. Trotzdem schöner Fisch. Und ich weiß endlich, wohin mit meinen ganzen Fröschen. Ich habe mal die Köderkombination gewechselt auf Eintagsfliegenlarve. Ach komm, hör auf. Auf Eintagsfliegenlarve und auf Mistwurm. Ja, und konnte dadurch wieder zweimal den Zielfisch erlangen. Bin gerade ein wenig abgelenkt, weil Oleg und Bollek da drüben gerade Ärger machen. Noch keine Ruhe. Der olle Frosch. Wie, springt's gar nicht?
So. Da. Zweimal hintereinander ist sie wieder eingestiegen. Die arktische. Um die es hier ja eigentlich geht. Und nicht um den Hecht, wie manch einer jetzt denken könnte. Wind hat ein bisschen nachgelassen. Ganz angenehm. Jetzt kommen wir so in die Zeit, wo auch der Prosopium gerne mal auf den Mistwurm geht. Pelletmarine habe ich auch noch. 2, 3 gefangen. Und natürlich die kleine sibirische Miss Marple. Ja, wie gesagt, gegen Abend kommt auch gerne mal der Prosopium vorbei und geht ans Band auf den Mistwurm. Ab und an. Ich habe 19er Haken drauf, könnte gut passieren. Mit zu großen Haken hier zu fischen, das macht keinen Sinn. Also man kann es natürlich machen, aber die Frequenz ist dann echt miserabel. Natürlich ist der Beifang auch miserabel mit ihren 67, 87 Gramm. Können wir mit diesen Tieren überhaupt nichts anfangen. Die finden wir auch nicht in dieser Gewichtskategorie im Café oder so. Also brauchen wir die nicht. Und wir wollen sie ja gar nicht haben. Denn die kleine sibirische, die habe ich ja schon. Ich glaube, ich werde gleich mal in der Nacht die dritte Grundrute rausholen und mal in diesen 11-Meter-Loch ja, das letzte Mal habe ich von dieser Seite gefischt da rein. Gucken, ob ich den Amurwels wieder ans Band bekomme. Auf Tauwurm und Fischfetzen. Was will man nachts sonst machen als Stipper? Sterne zählen vielleicht, aber das war es dann auch schon. Weil jetzt ist auch allmählich die Zeit für Hecht vorbei. Und mir bringen die Frösche dann gar nichts mehr. So machen wir das. Ja, wir bekommen lose eine Schnur auf die 3. Und da ein Tauwurm nicht dafür bekannt ist, durchs Wasser zu schwimmen, sollte hier gleich der Hit erfolgen. Wenn er sich dann anmeldet und nicht einfach liegen bleibt, der Jüster. Könnte natürlich auch eine Muschel sein. Na, ich will nicht warten. Na, willst du nicht, oder was?
Kleine Quabbe. Egal. Besser als nachts sich die Beine im Bauch zu stehen und nichts zu fischen, oder? So sehe ich das auch. Okay. Weiter geht's. Next one. Auf den Fisch fetzen. Ging in eine Bremse. Eine etwas größere Quabbe. Komme ich kaum rein, das Tier. Oder ein ekelhafter Wels. Oh, bitte kein Wels. Ich hasse Wels. Mein Gott, was ist denn hier los? Meine Güte, habe ich den Frosch drauf? Oh, Tischventilator und Dachgeschosswohnung. Tödliche Kombination. Jemine, was ist denn das? Gott, oh Gott, oh Gott. 8 Kilo Quabbe, wa? Tatsache. Okay, um 17 Gramm verschätzt. Sorry. Ich fand das gut. Na gut. Auf den Fisch fetzen. Siehe da. Seid ihr denn noch da? Oder habt ihr schon aufgegeben? Route 3 sagt nein. Ja, die 8 Kilo Quabbe war bis jetzt das. War gar nicht so schlecht. Die nehmen wir doch gerne mit in der Nacht. Ziemlich kleines Tier. Um Gottes Willen. Go away. Aber nicht ein Amur bis jetzt, ne? Das letzte Mal hatte ich hier 2 Bisse von der anderen Seite. Da war fast gar keine Frequenz. Aber dafür waren es beides Amurbälse. Jetzt ist eine bessere Frequenz. Aber es sind nur Quappen, die an Steinen hängen bleiben. Vier, zwei, eins. Okay. Hä? Ah. Wollte er mich flachsen? Schon gewundert, warum das Band da so weit rechts weg ist.
Kontrolle. Nein. Also Fischfetzen bis jetzt die größte Quappe. Aber auch erst einmal gefangen. Also einmal fängig, der Köder. Ansonsten Tauwurm, höhere Frequenz, aber kleinere Quappen. Könnte auch am Haken liegen. Was habe ich drauf? Groß 5. Gut, habe ich bei den anderen nicht. Ich glaube, ein 6er und ein Groß 4. Der ist eigentlich noch mal ein Ticken größer. Naja, schauen wir mal. Wenn die Sonne wieder lacht, haben wir wieder Oleg und Bollig zur Verfügung mit Frosch und werden weiter stippen. Und holen erstmal den Kameraden ein hier. Traue mich hier gar nicht, Maikäferlarve oder so raufzuziehen. Wahrscheinlich bekomme ich nämlich wirklich so einen ekelhaften Störgedöns. Ganz spannend. Auch etwas größer. Aber nicht ganz so groß wie der andere. Ich denke mal so 3,5 Kilo oder so. Bis 4. Wenn es eine Quabbe ist. Vielleicht ist es ja auch ein Amurwels. Freu, freu. Das wäre schön. Ist aber zu dunkel für Amurwels. Naja, 3,5 bis 4. 3,6. In Ordnung. Oh, das war ja richtig. Ist okay. Um die Nacht zu überbrücken bis zum Stippen, ist das durchaus akzeptabel. Bis gleich. So, kleiner Zwischenstand mal. Seit einer Stunde stehe ich jetzt hier mit Stippen und Grundangeln und hast du nicht gesehen. Ja, kleiner Amurwels habe ich gerade noch bekommen. Arktische Eschen. 5 Hechte mit Haken. Den Krimskrams hier. Nochmal ein Muxum, aber halt auch ein bisschen kleiner. Pellet Marien. Seesaibling auf. Kaulbarsch und die sibirische Hasel. Wappel, auch 6 Stück. Ja, also tagsüber mit 2 Ruten auf Hecht mit Frosch läuft. Nachts Fischfetzen, Tauwurm auf Quabbe und Amur läuft auch. Eine relativ große Quappe ist auch eingelaufen mit 8 Kilo. So, jetzt bastel ich wieder um auf Frosch und Co. Und werde noch ein bisschen stippen. Mal gucken, ob der zweite Tag ein bisschen mehr Fisch bringt, der von Interesse ist. Bis gleich. Und noch eine im Bunde. Die Bachforelle. Da haben wir ein Kesselbuntes hier. Ein Potpourri des Todes. Eine kleine Barfu. Stieg relativ weit hinten ein. Da ungefähr. Kleine sibirische.
Langnasensaugdöbel auf der Stippe. Na, was ist denn? Da könnte eine Hasel sein oder ein Regenbogen stehen oder so. Wieder so eine kleine sibirische. Na gut. Für eine Stunde kann man hier mal hergehen. Ist so. Okay. Egal. Das ist ja so nah dran. Würden mir die Frösche schon entgegen, oder was? Ich werde jetzt noch eins ausprobieren und dann bin ich eigentlich auch soweit fertig hier. Auf jeden Fall ist es so, dass da immer noch ein Potpourri an Fisch reingeht an diesem Spot. Es ist kein Spot, wo man sagen kann, speziell den und den Fisch. Ich wusste allerdings, dass die arktische Esche da ziemlich häufig aufs Band geht. Häufiger als am Bootsanleger. Auf der Stippe, ne? Und die ging ja jetzt auch 5-mal oder so rein. Aber ich würde gerne mal gucken. Hier ist ja eigentlich der Hechtspot. Eigentlich. Das muss mir auch mal jemand erklären, ja? Warum kriege ich einen Frosch mit 60 Gramm Grundgewicht und der Frosch selbst wiegt 55 Gramm, wenn ich mich recht entsinne. Könnt ihr auch in den Routendetails gucken. Ja, ich weiß, mit V und so. 50 Gramm sind 110 Gramm Wurfgewicht. Warum kriege ich den Kasper nicht raus? Ja, und eine Rute mit 60 Gramm und ein Tauwurm von 5 Gramm plagge ich bis ans andere Ende. Liegt das daran, dass der Luftwiderstand zu hoch ist beim Frosch oder was? Das fühle ich nicht so wirklich. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Wie gesagt, fühle ich nicht. So, lasst uns mal ins Café schauen. Der Frosch kann sich da abzappeln. Moorwels, ja, habe ich nicht von 3 Kilo. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich habe 700 Gramm. Große Bodenränke habe ich gar nicht ranbekommen. Die Barfu noch nicht mal 500 Gramm. Und auch nur eine. Auf der Stippe. Man hätte eine, hier ist die arktische Esche. Ja, 2 Stück, 400 Gramm. Wir liegen knapp darunter. Ärgerlich. Timen will man gar nicht haben auf der Stippe. Und schon gar nicht von 50 Kilo. Ist so. Gucken wir mal rein. Eine Stunde gefischt. Ja, natürlich zu Lütt, ne? Quabbel. Was bringt die 8 Kilo Quabbel? 29 Silber. Alle Quappen insgesamt 66 Silber. Uninteressant, uninteressant. 20. Auch nichts Dickes. Der Hecht wird nochmal interessant. Wäre er größer. Balkanmarine bringt nichts, bringt auch nichts, nicht viel. Die sind einfach zu lütt. Alles insgesamt 165 Silber in einer Stunde mit Stippen und Grundangeln. Mir reicht das. So. Tja, wenn mir das jemand beantworten kann. Die Froschgeschichte.
Warum auch ein Frosch, der 138 Gramm wiegt, dann nur noch 50 Gramm wiegt nach der Verarbeitung, wäre auch interessant zu wissen. Ist immer noch nicht geklärt, die Frage. Grübel ich seit Jahren drüber. Und warum ich mit 110 Gramm nicht so weit auswerfen kann wie mit 55. Das wird mich auch, oder 65, das wird mich auch brennend interessieren. Also so viel Wind ist auch nicht, dass er uns den Frosch so weit zurückschmeißt. Na gut, Kenners. Ich hoffe, ich konnte euch einen Anreiz geben, auch mal woanders zu fischen, außer auf diesem Bootsteg da. Wenn ihr wirklich mal viele verschiedene Kategorien fangen wollt, seid ihr da genau richtig. Ja, Bachforelle, arktische Esche, Muxum, alles steigt da ein. Ja, das ist so ein Multispot, sag ich mal, was Fisch angeht. Tagsüber mal gerne den Frosch auf Grund legen. Ihr habt ja gesehen, der Hecht steigt da irgendwie gerne drauf ein. Zumindest da hinten. Hier anscheinend nicht so. Das wollte ich ja jetzt mal schauen. Aber hier ist keinerlei Aktion. War auch im Elfmeterloch. Und nachts einfach mal drei Ruten auf die Quabbe setzen. Die läuft auch ein. Fischfetzen, Tauwurm. Und ab und an guckt auch mal ein Amur vorbei. Vielleicht habt ihr Glück und der ist ein bisschen größer als meiner. Das würde ich euch gönnen. Gut, Kenners. Ich verbleibe wie immer mit einem freundlichen und sonnigen, kann man ja schon fast sagen, Petri hier von der unteren Tunguska und werde mich mal auf die Suche machen nach weiteren verloren gegangenen Spots, die mal Spots waren, aber nicht mehr beangelt werden oder von denen man nichts mehr hört. Schauen wir mal. Bis dato bleibt stabil, haltet euch. Viel Petri und macht es gut. Bis dann. Bye bye.